Also es war echt der Hammer, als das losging. War so ein bisschen so, als ob Berlin oder Deutschland fast, würde ich sagen, auf so ein Format gewartet hat, ne? It was for, like from a different planet. I mean, I'd never seen anything like it. It's just the most amazing show that's out there. Like, period. Die Bunnies, das war natürlich für uns alle, die irgendwie hoch hinaus wollten. Also das war immer das, wo man immer hinschaut und sagte, da muss man irgendwann hin. Da, wenn man da ist, dann hat man es geschafft im Grunde. Du hast eine Welle und jetzt musst du sie reiten. Und es war eine große Welle. Also, Für mich persönlich mit das Größte, was ich so, wo ich mit so dabei habe sein dürfen, ne? Letztlich. Auf eine Art, muss man sagen. Berlin 2003. Im ehemaligen intellektuellen Bezirk Prenzlauer Berg wurden die Narben der Wiedervereinigung notdürftig mit grellen Farben übermalt. Die Opfer der zerplatzten New Economy Blase ließen sich hier schon mittags in überteuerten Cafés von Servicekräften erniedrigen. Die Postmillenniumstristesse paralysiert die Menschen bis zur Willenlosigkeit. Alkoholismus und Drogenmissbrauch bestimmen das Sozialgefüge. Doch am Horizont dieser nicht enden wollenden Nacht sollten schon bald zwei neue Sterne einen Weg aus der Depression weisen. Also ich habe eigentlich nie damit gerechnet, dass ich mal sowas wie ein Star werde. Ich habe früher in der Tiermittelfabrik gearbeitet, am Pansenband. Und das Geld hat zwar gestimmt, aber irgendwie wusste ich, das kann es nicht sein für immer. Ja, dann habe ich überlegt, was man sonst machen könnte. Marketing-Eventbereich, Werbung und so. Und also auf Betriebsfeiern habe ich dann auch mal so kleine lustige Einlagen gemacht. Das kam bei den Kollegen ganz gut an. Aber ich wusste jetzt auch nicht, wie ich das ausbauen soll. Ja, ich habe damals noch auf der Tankstelle gejobbt, weil da war mir auch klar, dass ich da meine kreative Ader nicht wirklich ausleben kann. Und ich habe auch so auf Betriebsfeiern manchmal Sachen gemacht. Das fanden auch immer alle toll. Es war die Post-New Economy-Zeit, und nach dem 11. September, alles war zusammengebrochen und das Kapital schwirrte um den Globus und suchte überall Anlagemöglichkeiten. Die Zentrale Intelligenzagentur ist ein internationaler Think Tank und auch wir hatten enorme Überkapazitäten aufgebaut. Unser Senior Consultant Christian Y. Schmidt hat uns ein Ultimatum gestellt, das Ende 2003 ablief, also mussten wir etwas tun. Und der Kollege Albers hat dann ein Konzept ausgearbeitet zu einer, ich glaube, es war Kirk-Show. Es war so unterirdisch, dass wir es auf keinen Fall hätten anbieten können. Peking hätte uns den Hahn abgedreht. Deshalb mussten wir etwas anderes machen. Wir haben dann ein Casting veranstaltet, ein Konzept geschrieben, und die Bunnies haben sich dann durchgesetzt. Also dann sind wir da halt zu diesem Casting gegangen und haben da unser Konzept angeboten und haben uns damit ja auch durchgesetzt. Ne? Das war eine ziemlich große Geschichte. Da waren schon, na, so, ich würde sagen, 200, 300 Leute. Und da waren auch eine ganze Menge schon ziemlich schlimm aufgemotzte Ischen dabei. Dann saßen da aber diese zwei Mädels auf dem Sofa, die wirklich ganz natürlich aussahen, total sympathisch waren. Und ich habe mich dann einfach, ich war natürlich auch nervös davor, habe mich dann zu denen hingesetzt und mit denen unterhalten. Und die wussten auch nicht genau, was wird das eigentlich hier. Und da stellte sich dann raus, das waren die beiden Bunnies. Kennen und schätzen gelernt haben sich die Bunnies bei einer Zufallsbegegnung im Naturkundemuseum. Also ich stand da gerade beim Schnabeltier und habe jemandem erklärt, dass das Schnabeltier, das ja irgendwie ein eierlegendes Säugetier ist, dass das auch nicht so schön ist für das Schnabeltier, weil das immer nur wird gesagt, dass es eben also diese Charakteristik hat und das hat ja vielleicht noch ganz andere Eigenschaften, das Schnabeltier. Also ich habe das so ein bisschen ausgeführt und ja, und ich habe das gehört und mich hat das total angesprochen, weil ich habe das irgendwie innerlich irgendwie auch gefühlt, so dass also diese Problematik von dem Schnabeltier, das also das war was mich direkt angesprochen hat. Und na, dann habe ich sie angesprochen und so haben wir uns kennengelernt. Ja. Das war im Dezember 2003, da hatte ich einen Vortrag gehalten und die beiden Mädchen waren im Publikum und haben mich danach angesprochen und muss sagen, es war irgendwie sofort, dass man dachte, toll, also die Chemie stimmte unmittelbar. Von Anfang an dabei war Phil, der war natürlich ein absoluter Profi und den haben wir dann auch immer wieder genommen und
Dann gab es aber auch andere Leute, zum Beispiel Jens Friebe, der ist eigentlich durch die Bunnies wirklich erst entdeckt worden und auch da hat da seinen ersten Auftritt gehabt, wo eigentlich mehr so als zwei, drei Zuschauer da waren. Bevor ich die Bunnies kennengelernt habe, war ich im Grunde niemand, beziehungsweise ich bin halt getingelt. Ich habe in Kabaretts gesungen, ich habe auf der Straße gesungen, ich habe in Bordellen gesungen. Ich kenne die Bunnies aus früheren privaten Zeiten und fand es eine schöne Geschichte, dass sie doch ihr eigenes Ding auf die Beine stellen wollen in diesen verrückten Clubs. Nun, eines Tages kam nach einer Show von mir in die schmuddelige Garderobe, kam dann Holm Friebe und sagte, die Bunnies wollen dich haben. Und ich natürlich gedacht, der will mich verarschen. Dieses Kleine, dieses Enge, wo sie da beim Milchcafé beisammensitzen und wer da kein Architekt ist, der wirkt schon komisch. Das hat mir gefehlt. Ich wusste gar nicht, dass mir das gefehlt hat, weil ich kannte das nicht, aber ich fand es eine schöne Geschichte. Und als dann die Bunnies auf mich zukamen und sagten, könntest du dir vorstellen, da habe ich spontan gesagt, ja, könnte ich mir vorstellen. Und dann hat mich Ulrike angerufen und ich natürlich völlig baff und dann hat sie gesagt, ja, wir haben nächstes Mal eine Show. Zum Thema Amerika, willst du da einen Song für schreiben? Und das war natürlich auch ein Missverständnis. Die dachten, ich schreibe meine Songs selber. Bis dahin habe ich ja nur 30er-Jahre-Schlager interpretiert. Ich schreibe gar keine Songs selber. Aber dann habe ich mir gedacht, ach, lass mal, versuch's einfach mal. Und dann habe ich für diese Show habe ich Kennedy geschrieben und na, da wissen wir ja, was damit dann passiert ist. Und dann kam natürlich irgendwann der Moment, wo es losging. Die erste Show. Ich war dann schnell dabei und eigentlich auch für die erste, schon bei der ersten Show, war ich fest damit verteut in dem Team. Für mich war es einfach einfach mal was anderes, wieder diese Nähe zu spüren, auch zum Publikum, dieses einfach mal, da hast du halt nur 300 Leute drin sitzen dann. Und das spürst du jeden Einzelnen, weil meine eigene Geschichte, die ist mir so aus den Fingern geglitten die letzten Jahre. Gut, es ist der Kick, wenn die Menschen wirklich